Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer verlassenen Ingen-Anlage, die... Ihr habt wirklich tolle Namensvorschläge in die Kommentare der letzten Folge geschrieben und 5 von euch haben sich hier auch in meinem Park verewigt. Und an dieser Stelle geht's weiter mit dem Bau von der Anlage D. Ich habe die Dinosaurier jetzt erstmal nochmal entfernt, aber keine Sorge, die Namen bleiben beibehalten. Die werde ich dann am Ende wieder hinzufügen, wenn ich dann die unsichtbaren Zäune gezogen habe, die dann sozusagen das Territorium von diesen abstecken. Weil momentan kann ich das ja noch nicht machen, weil noch Tornados und sowas geplant sind und die dann halt auch die unsichtbaren Zäune zerstören würden. Ich hoffe, die FPS laufen jetzt ein bisschen besser. Weil da habe ich mich auch nochmal rangesetzt und mittlerweile läuft das eigentlich hier ganz gut. Ich hoffe, dass in der Aufnahme dann keine Probleme sind, weil im Spiel habe ich jetzt eigentlich fast gar keine Probleme mehr. Das ist momentan auch echt ein Projekt, auf das ich richtig Bock habe. Weil das ist für mich echt wie ein neues Spiel. Das ist nicht mehr Jurassic World Evolution. Ich habe ja auch schon in einem Video gesagt von JWE2, dass ich finde, dass das hier sogar besser aussieht als aktuell Jurassic World Evolution 2. Also mit dem Filter und den ganzen Mods und sowas. Aber ich denke mal, später wird JWE2 dann um einiges besser noch aussehen, weil da wird sich ja noch viel verändern. Schätzungsweise. So, ich werde mich wahrscheinlich jetzt erstmal zu dem Berg hier vorkämpfen und den Flussverlauf auch ein bisschen weiterführen. Oh, hier geht's mega bergab, sehe ich gerade. Aber das könnten wir uns sogar zunutze machen. Weil Höhenunterschiede sind immer sehr interessant und machen das Ganze spannender. Ist natürlich schwerer dann damit zu arbeiten. Das ist ja ganz normal. Aber ich schau mal, wir können das ja schön mit Klippen und so abstecken. Und dann sieht das sicherlich richtig cool aus. Dass wir hier am Rand dann direkt Klippen machen zum Wasser hin. Da haben wir ja so schöne Felsen. Kann halt sein, dass ich dann ab und zu mal in den Speedbuild-Modus springe. Machen wir das mal hier hin, das Gebäude. Sehr schön. Gut, den Jeep, den lasse ich gleich dann noch verschwinden. Weil das könnte ich auch jetzt mal eben machen. Ich fahre den einfach mal eben ganz weit weg. Irgendwo, wo wir nachher nicht bauen werden. Hier runter zum Strand ist, glaube ich, cool. Boah, sogar geschafft. Nicht schlecht. So, hier können wir den dann erstmal stehen lassen, denke ich. Müssen wir dann einbauen, damit er nicht mehr wegfährt. Das ist ja kein Problem. So, und damit ist das Ranger-Team erstmal von dannen. Wobei, man könnte den sogar
Wenn der zerstört ist, der Wagen, könnte man ihn sogar hier als Deko mit einbauen. Das könnten wir auch überlegen, dass wir den gleich irgendwie zerstören lassen von einem Dino. Und dann lassen wir den an der Stelle dann stehen. Das wäre auch cool. Mal gucke ich mal nachher, wenn wir fertig sind, ob wir das noch mit einbauen. Könnten natürlich auch die Jeeps nehmen, diese grünen, die wir sowieso schon haben, als Deko. Die würden auch funktionieren. Macht wahrscheinlich sogar mehr Sinn. Also ich meine diese hier vorne. Weil das sind ja eher so Ingen-Jeeps, ne? Da ist auch das Logo drauf. Und das ist ja eigentlich eine verlassene Ingen-Basis. Da macht das wahrscheinlich mehr Sinn, diese Jeeps zu benutzen. Mein Plan war es tatsächlich, hier an der Stelle mal so eine Höhle versuchen zu bauen. Die dann auch funktioniert für die Dinosaurier. Also, dass sie da wirklich reingehen und sowas. Das würde ich mega cool finden. Ich glaube, das wird verdammt schwierig, dass das vernünftig aussieht. Aber hier so. Der Eingang ungefähr. Das würde ich schon gar nicht so schlecht finden. Ich hoffe, die können dann da auch durchlaufen. Dürften dann natürlich nicht so riesige Dinos nehmen. Weil das würde nicht funktionieren. Beziehungsweise würde nicht aussehen, weil die dann ja da oben gegenkommen wahrscheinlich. Müsste man jetzt wahrscheinlich gut einkleiden und verkleiden. Damit das cool aussieht. Es gibt hier übrigens solche Felsen, die man als Überdachung machen kann, diese hier. Damit werde ich das jetzt versuchen, gut hinzubekommen. Es wird wahrscheinlich später nicht ganz perfekt aussehen, aber ist doch schon mal cool, wenn man überhaupt eine Höhle bauen kann, die auch funktioniert. Ich kann die leider dann auch nicht so krass geräumig, glaube ich, machen, weil das sonst wahrscheinlich doof aussieht. Gehe ich mal von aus. Ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Darf auch nicht zu weit in die Mitte gehen mit dem Dach, weil sonst kann ich das später nicht wieder absenken. Und dann blockieren wir halt das, den Ort, wo die Dinosaurier dann hingehen können. Wäre auch nicht Sinn der Sache. Eigentlich müsste ich hier gleich noch einen Futterspender unterbringen. Mache ich, glaube ich, damit die auch einen Grund haben, hier reinzugehen. So, hier hinten irgendwo. Ein Fleischfresser-Futterspender. Weil ich möchte hier die ersten Fleischfresser machen. Hier nochmal oben rüber. Bis hier vorne am besten. Das reicht dann eigentlich schon. Und das müssen wir dann gleich mal eben so schön verkleiden. So, dann haben wir schon mal das Dach. Gott, das sieht jetzt aus. Bin echt gespannt, ob das funktioniert. Ist ja immer so die Sache, ne? Man stellt sich was im Kopf vor und dann muss man erstmal gucken, ob das funktioniert mit Mods. Aber das wäre heftig, ne? Wenn man wirklich Höhlen und sowas bauen kann, die dann auch richtig gut klappen und funktionieren. Na, guck mal, hier habe ich das doof platziert, das Dach. Aber das geht noch. Das sieht man ja nicht. Man sieht ja nur den Eingang. Solange die Dinos da dann noch einlaufen können. Das ist schon cool. Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass der Eingang vernünftig aussieht und cool aussieht.
Was mir als einziges hier an dieser Höhle nicht gefällt, ist das hier. Aber das kann ich, glaube ich, nicht ändern. Ansonsten wird das später nicht mehr so gut funktionieren. Weil die sollen da auch vernünftig reinlaufen können. Ja, nicht, dass da irgendwas im Weg ist oder so. Ich glaube, das werde ich dann dementsprechend dann auch so lassen. Wir jetzt hier auch versuchen, nicht zu viel mit Objekten zu arbeiten. Ihr wisst ja, jedes Objekt zieht zusätzliche FPS. Und ich muss natürlich dann auch ein bisschen sparsam sein. Vielleicht nach hier oben rauf irgendwo. Da, wo es perfekt passt. So in etwa. Das ist schön. Dann würde ich gerne auch nochmal mit so einem Wald arbeiten. Mit diesem hier. Den finde ich echt cool. Gefällt mir richtig gut, diese Bäume. Sieht halt auch so ein bisschen abgestorben aus. Und das passt perfekt zu diesem umgefallenen Baum hier. Zu diesem hier. Werde ich dann noch versuchen, immer so ein bisschen zu mixen mit dem normalen Wald. Können wir jetzt auch noch mal ein bisschen was einzeichnen von dem normalen Wald. Und jetzt können wir mal uns ordentlich hier noch austoben mit Pinseln. Ja, das macht auch noch mal viel aus. Alles zupinseln. Hier können wir auch noch mal ein bisschen was hinmachen. Da müssen wir gleich auch den Übergang noch schöner machen. Immer ganz wichtig. Hier oben darf ich natürlich jetzt auch nicht die Jeeps vergessen. Die gehören ja zu der Station dazu. Könnte ich ja mal einfach so hinstellen. Mache hier noch mal so ein Fass davor. Und dann könnten wir nochmal solche Container machen eigentlich. Hier so auf diese Seite. Gibt es, glaube ich, auch noch in anderer Farbe, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo unter diesen 1 Million... Ja, hier. 1 Million Sachen. Das ist echt krass, ne? Wie viele Gegenstände man hier hat. Liebe das. Ich hatte gerade auch noch was gesehen. Dieses Ingen-Schild vielleicht nochmal hier hin platzieren. Wobei, bei so einem kleinen Gebäude macht das nicht viel Sinn. Ein fettes Schild davor zu packen. Wenn ich das Ganze einzäunen würde, würde es vielleicht Sinn machen. Ne, das packe ich hier nicht hin. Ich versuche jetzt einfach noch das Ganze ein bisschen mehr einzupflanzen mit irgendwelchen Sachen, damit es schön verwuchert aussieht. Das ist sehr gut. Ich will jetzt aber auch nicht zu sehr übertreiben. Also ich meine jetzt im Außenrum-Bereich, hier beim Gebäude auf jeden Fall. Weil ich halt will, dass das alles schön bedeckt ist. Da könnten wir ja mal so ein Bett auch noch mit einbauen. Oh, das könnten wir hier unten hin machen. Weil hier werden ja die Fleischfresser sein. Da macht das eigentlich Sinn, wenn hier dann einfach ein Skelett rumliegt. Das ist dann gar nicht so schlecht. So. Das ist doch schon mal sehr gut. Damit ich das schon mal nicht vergesse. Und... Oh, wir könnten auch mal so Nester machen. Das ist ein Raptorennest. Aber kann man ja natürlich auch als andere Eier durchgehen lassen. Ist ja gar kein Problem.
okay, der Sturm entsteht da hinten, der ganz falschen Seite. Unten am Meer quasi. Oh Gott, weil ich hier den Jeep zwischen habe. Ja, danke für nix. So ein Mist. Genau das darf er nicht zerdeppern. Das ist natürlich bitter. Aber ich glaube, deswegen ist der da gespawnt. Weil ich da dieses, den Zaun stehen hatte. Sollen wir das einfach nochmal neu. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Das wird dann wahrscheinlich ein nutzloser Sturm sein. Ich glaube nicht, dass der da hinten noch ankommt und irgendwas zerstört von dem, wo es eigentlich gut wäre. Naja, das Gebäude wird schon irgendwann noch zerstört werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das sieht schon wirklich cool aus jetzt. Auch bei Regen. Sehr atmosphärisch. Haben wir schon schön gestaltet. Ich schnappe mir nochmal ganz kurz diese Dinge. Oh, die habe ich hier schon untergebracht. Sieht man nur gerade nicht, weil es so dunkel ist. Ah, der Sturm hat versagt. Aber macht nichts. Ich möchte jetzt mal kurz die Höhle soweit vorbereiten. Ich will das nämlich gleich mal testen. Das klappt. Es wird, glaube ich, jetzt gar nicht so einfach, das einzuzeichnen. Weil ich muss das natürlich hier umzäunen, damit es später funktioniert. Damit das nicht doof aussieht, dass die da nicht durch die Klippen laufen. Wenn die da so ein bisschen reinglitschen in die Klippen, finde ich das auch gar nicht schlimm, muss ich sagen. Das sieht gut aus. Ich will mal kurz hier mit einem unsichtbaren Zaun ersetzen das Ganze. Dürfte man keinen Zaun mehr sehen. Aber der Zaun ist natürlich noch vorhanden. Und jetzt lasse ich mal die nächsten Dinos frei für die heutige Folge. Und unsere neuen Bewohner werden 4 Velociraptoren. Alle mit sehr coolen Skins. Der erste ist da hinten schon gelandet, man sieht ihn kaum im Rauch. Ah, der rennt direkt in die Höhle. Perfekt. Also das scheint zu funktionieren, das ist ja super. Das ist übrigens hier der Blue Skin. Aber wir gucken uns auch mal die anderen Skins noch an. Da haben wir einmal den Tiger Raptor. Dann haben wir das Männchen von 2001, der sieht nämlich auch mega cool aus. Und passend dazu das Weibchen hinten. Richtig nice, ich finde es cool, dass es mit der Höhle funktioniert. Das können wir uns dann gleich mal angucken, wenn sie da wieder rauskommen, wie cool das aussieht. Dass sie hier so ein bisschen durch den Felsen laufen, das stört mich. Ich finde das allgemein sehr, sehr nice. Da kommt der Raptor raus. Oh, ist das cool. Eine funktionierende Höhle in Jurassic World Evolution. Das ist mega nice. Jetzt machen sie Schnackrunde. Jetzt könnt ihr nochmal die Skins sehen. Für die könnt ihr wieder tolle Namensvorschläge reinschreiben. Alle 4 auf einem Haufen. Das sind übrigens die 4 coolsten Skins, meiner Meinung nach, für die Raptoren von JWE. Wo die gerade dabei sind, können wir eigentlich noch mal eben ein Deko-Element in den Park unterbringen, nämlich so Nester. Aber nicht, dass die dann da blockiert werden und dann nicht mehr lang gehen können. Ich sag jetzt schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Und das hier haben wir heute gebaut.